Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Interstellar Transport Company hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier ein bisschen so unterwegs. Und ja, unser wunderschöner Mond kreist um die Erde und wir sind hier auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, mach ein bisschen Sonnenfinsternis. Bisschen Spaß muss ja auch mal sein. So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mal noch eine Route in Richtung I.O. aufmachen, damit wir den auch beliefern könnten. Ne? Das heißt, wir brauchen hier Routenplaner. Wir würden ganz gerne eine neue Route erstellen. Eine Haltestelle hinzufügen. Erde, eine weitere Haltestelle hinzufügen. Nicht Europa, nicht Mende, sondern I.O. Gut. So, von der Erde soll auf jeden Fall das dorthin, das nicht, das dorthin, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das ja, das nicht, das ja, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und das, naja, so viel wie halt wollen. Gut, von dort nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen kriegen können und was wir brauchen. Was ist mit Europa los? Ist die Kolonie jetzt hier wieder nicht mehr? Kein lokaler Weltraumhafen? Warum auch von Größe 5? Haben sie Europa aufgegeben oder warum ist das nicht mehr rot? Wurde Europa aufgegeben? Bevölkerung 0. Ach, da haben wir es nicht geschafft. Wir haben Europa nicht am Leben erhalten. Also die Kolonie auf Europa, die hat es nicht überlebt. Okay. Größe 4, Bevölkerung 2 Millionen. Bevölkerung I.O. ist auch relativ klein, die Bevölkerung. Da müssen wir mal welche hinschicken. Alles klar, gut. Also I.O. hat natürlich den Standardbedarf erstmal, ne, an Kolonisten und ähnliches. Und deswegen werden wir jetzt I.O. auch beliefern. Das heißt, wir gehen jetzt auf unsere Erde. Sagen und wir hätten ganz gerne, gucken wir mal, was will denn überhaupt nach Europa, will aber nochmal eigentlich 4 Mann haben, 8 Mann. Das hat einfach nur keine Bevölkerung, also wenn wir da wieder Bevölkerung hinschaffen, könnte es gehen. IO hat 23 Mann, die dorthin wollen. Wir kaufen mal eine neue Rakete, kaufen hier die größtmögliche, die wir haben hier, ne, unser Messias Rocket. Dafür ist sie da, aber wir haben hier doch schon irgendwie was dazu gekriegt. Bin ja KV-5, 2 astronomische Units, also ja nix. So, okay. Wir möchten ganz gerne auf der Strecke FIO Supply möchten wir ganz gerne Nahrung hinbringen. Ja, das ist richtig. Wieso ist denn das jetzt hier so komisch? Achso. So, wir nehmen auf jeden Fall nur. Wie viel gehen denn überhaupt hin? 24. Dann nehmen wir 3 mit, damit wir 8 Raketen machen können. So. 3 davon nehmen wir mit. Hiervon nehmen wir noch nichts mit. Das brauchen wir erstmal nicht. Wasser brauchen wir, das brauchen wir und das brauchen wir. Generie. Nochmal 12 mal. Dann halt doch 4 Mann mitnehmen. So 4, 12, 12, 12. Ich denke mal, das sollte ganz gut gehen. Auf der Erde starten. IO hat 23, das heißt 4 sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Messier Rocket auf nach IO. So, dann gucken wir mal. Europa möchte gerne 9 haben. 9 Leute. Dann gehe ich jetzt doch nochmal hier auf die Europa-Strecke. 11 Europa Direct. Das finde ich interessant. Warum heißen die anderen Supply und die heißt Direct? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber 9 sind noch da, die dahin wollen unbedingt. Dann nehmen wir mal 2 Raketen und springen die dahin. So, Callisto sieht auch gut aus mit 70 Mann. Dann nehmen wir hier Callisto dazu. 70 Mann, das sind bei 4 sind das jede Menge Raketen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nehmen wir mal 16 mal 4, das ist 40 plus 24. Ja, da, komm, da geht noch eine. So, gut, dann den hier mit 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nehmen wir natürlich gerne. Mercury nehmen wir auch nochmal mit hier, damit die dann die Grundsupplies kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann nehmen wir natürlich auch noch Mars mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal hier von der Erde den Haufen Menschen jetzt, die wir abtransportieren. Es sind ein Haufen Raketen unterwegs hier in unserem Sonnensystem. Die Venus haben sie nur noch gar nicht, ne? Also das ist natürlich nur interessant hier, wenn sie Saturn oder sowas dann machen wollen. Aber was ist das hier hinten? Das ist Neptun. Neptun hat, wie viele Monde hat er bei Neptun? Einen Mond haben wir hier bei Neptun. Triton, okay. Klasse B4.
Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir Rea in den. Hier in der. Der Ton sieht natürlich wahrscheinlich. Das hätte man schöner machen können, muss ich sagen, aber okay. Und hat hier draußen noch Titan. Ja, Titan ist ja sowieso so ein Mond, wo sie ganz viel Hoffnung drin haben, dass da eventuell sogar außerirdisches Leben dabei ist. Und Uranus haben sie auch hier drin. Okay. Uranus ist auch drin, leuchtet bläulich und hat einen Mond. Und zwar, wie heißt der? Hallo? Auch Titania? Was? Titania, okay. Na gut, dann ist das so. So, wir gehen wieder zurück zur Erde und sind jetzt hier fleißig dabei und haben 3000 Forschungspunkte. So, jetzt geht's hier schon. Merkur kriegt jetzt die ersten ankommenden Raketen. Da wird natürlich dann hier jetzt ordentlich auch noch Bevölkerung dazu kommen. Da können wir wahrscheinlich ein weiteres Gate dazu bauen. Und hier haben wir jetzt ja richtig viele Raketen, die dort ein bisschen Geld abliefern oder beziehungsweise ein bisschen was abliefern und wir ein bisschen Geld dafür kriegen. Das sind so die Grundrohstoffe, die jeder Planet braucht, ne? Also Nahrung, Maschinerie und ähnliches. Und das bringt dann halt eben erstmal Bevölkerung und die hier ein bisschen was ins Lager. Dann sind sie uns wohler gesonnen. So, wie sieht es hier aus? Mars, kommen sie jetzt auch gleich alle an. Dann gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Kriegen wir 11.000, das ist auch gut. Das nehme ich gerne entgegen. So, jetzt kommt noch der große Flieger, der bringt 12.000. Okay, gut, so. Und die sind noch hier noch draußen unterwegs, das ist erstmal gut. So, jetzt gucken wir mal auf der Erde, wie sieht es hier aus? Das sieht erstmal ganz gut aus. Europa ist jetzt immer noch mit Leuten, die nach Europa wollen. Also da bin ich mal gespannt, ob ich die jetzt wieder bevölkert kriege. Oder ob ich die bevölkert kriege, wenn ich da hinfliege oder nicht. Da weiß ich nämlich echt noch nicht, wie das funktioniert. Also wenn jetzt so ein Planet eigentlich theoretisch ausgestorben ist, aber wir noch den Planeten anfliegen. Ja, das könnte sein, dass da was bei rumkommt. So, Luna würde ganz gerne wahrscheinlich Medizin haben wollen. Hat es auch wirklich gar nicht mehr. Das ist aber immer so ein Ding, Medizin, da müssen wir jetzt mal... Ich glaube, ich werde das damit jetzt mal anfangen. Ich werde jetzt mal anfangen und sagen, wir möchten ganz gerne... Aber da müssen wir wirklich aufpassen, was das, welche Route wir auswählen. Da müssen wir dann einen Routenmanager haben oder irgendwas. Was sind das hier unten eigentlich? Water. Da sieht man, wo Water rot und da ist gelb und da ist rot und da ist grün. Okay, da hinten ist auch gelb. Okay, aber das ist ja Nahrungsmittel, okay. Consumer Goods. Rohstoffe. Da gibt es sehr viele Rohstoffe, was ist das für ein Planet? Callisto, hier gibt es sehr viele Rohstoffe, weil ich hier schon eine Rohstofffarm drauf gebaut habe. Alles klar. Ja gut, okay. Also, ja, ist klar. Logisch. Okay. Achso, das zeigt nur Bevölkerung an. Okay, und das zeigt Unternehmensruf an. Hier ist denn nicht so gut, der Unternehmensruf, also unser. Verstehe ich ja gar nicht. So, was kann man denn hier eigentlich so bauen für Fabriken? Ja, eine Rohstoffmine kann ich hier bauen, okay, aber das will ich jetzt erstmal gar nicht. Na, dann ist mein Unternehmensruf da halt nicht so gut. So, hier ist ein nächstes Schiff. Ziel ist Europa mal wieder. Also da wollen sie jetzt sowas hinbringen, also jede Menge Leute nehme ich mal an. Gut, solange wir die Leute von der Erde runterbringen und die woanders sterben. Schön ist anders, aber na gut. So, Luna sagt mir, dass sie mäßig mit mir zufrieden sind. Wasser haben sie jetzt eigentlich genügend da. Nahrungsmittel haben sie auch mehr als genügend da. Das verkaufen sie sogar schon. Also da kriegen wir kein Geld mehr für, wenn wir es hinliefern. Aber hier wollten wir jetzt mal das mit der Medizin machen. Und damit ich jetzt nicht jedes Mal wieder das machen muss. Also erstens könnte man ja zu mehrere anfliegen, aber das hilft natürlich nicht bei unserer Art und Weise, wie wir die Routen bedienen. Und den Galaxien sich dann zwingen. Achso, okay. Ach, dann kann ich die Linien ausschalten. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal eine neue Route. Warte mal. Komplizierte Route. Ich würde ganz gerne Earth Luna duplizieren. So, und dann ist das eine Earth Luna. Kann ich den hier beschreiben? Earth Luna Medizin. So. Earth Luna Medizin. So. Und da will ich nämlich dann immer Medizin mit. Wasser kann ich mitnehmen, Nahrung kann ich mitnehmen und Leute kann ich mitnehmen.
so viel wie da wollen. So, und jetzt kann ich hier nämlich einfach sagen, okay, ich möchte hier gerne ein neues Schiff für diese Route kaufen. Und zwar mache ich jetzt einfach, weil es kann, die billigste Rakete. Nehmen das hier alles raus. Muss ich alles rausnehmen? Raus. Das muss raus. Das muss raus. Nehmen einmal Medizin mit und den Rest Leute und schick die einfach mal medizinmäßig technisch los. Zack. Schiff bestellen. Und jetzt müsste ein einziges Schiff auf dieser Route dann unterwegs sein und eine Medizin nach dort bringen. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt funktioniert. Also hier müssten wir ja den ausreichenden Medizin vorrätig haben, ne? Ja, hier liegt ein bisschen was rum. Gut. Müsste mal gucken hier, die Route, die müsste doch gleich losgehen. Und dann gucken wir mal, was das bringt. Also das ist jetzt eine kleine Rakete wieder, die da hinfliegt. Das macht die erstmal nichts. So, da ist sie. Mit einer Medizin. Zack. Und 0 Leuten. Hat ein bisschen Geld gebracht. Und jetzt ist hier aber auf jeden Fall wieder die Medizin angekommen. Und jetzt ist ein bisschen was verfügbar. Und vielleicht steigert das auch meinen Ruf hier auf diesem Planeten. Dass ich sie nämlich jetzt mit Medizin versorgt habe. Das kann ja möglich sein. Könnt natürlich auch eine Medizinfabrik hier hinstellen und müssen das bloß mit Nahrungsmitteln versorgen, weil Nahrungsmittel versorgen wir es ja eigentlich schon hier über unsere Slots, aber na gut. So. Ich glaube, da müssen wir ein paar mehr solche Routen machen, so eine Medizinroute, damit wir dann immer eine Medizin mal irgendwo hinschicken können, da wo sie gerade gebraucht wird, weil wenn dann hier nämlich Medizin gebraucht wird, obwohl die liegen noch 6 Medizin rum, also das geht noch. Nur los wieder. Das Kolonisationsschiff da? Nee. Hier muss ein Schiff repariert werden. Achso, was ist denn jetzt eigentlich mit meinen ganzen Raketen hier geworden? Habe ich jetzt Europa dann wieder bevölkert? Ich habe Europa wieder bevölkert, alles klar. Das ist schon mal nicht schlecht, aber sie haben kein Wasser und keine Nahrung. Eieieiei, nee, was ist das hier? Europa, ja. Ich muss Europa unbedingt versorgen. Okay. Das heißt, wir müssen Europa versorgen mit jede Menge Material. Heißt für mich... Auf der Route Europa Direct. Nehmen wir das hier. Dann nehmen wir die ganzen Leute raus. Nehmen wir den ganzen Krempel hier raus. Und bringen jetzt erstmal dort Nahrung und Wasser hin in rauen Mengen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. So, jetzt bringen wir da erstmal was hin, dass da was da liegt. So, das ist jetzt hier 20 mal 20 von dem Zeug. Also das ist richtig was. Da gehen jetzt richtig viele Raketen los. Viel bezahlen werden sie mir nicht dafür. Das Kolonisationsschiff bringt natürlich ein bisschen was mit. Das ist schon mal ganz gut. So, Mars ist jetzt ziemlich dicht dran. Den überholen wir jetzt nämlich gerade. Auf der Innenbahn quasi. Überholen wir ja den Mars. Deswegen sind sie ein bisschen schneller unterwegs auf unserer Umlaufbahn. So, dann können wir den Mars noch einmal voll versorgen, würde ich sagen. So, jetzt müssen die ganzen Raketen losfliegen in Richtung Europa. Ja, 110, wie viele Raketen ich davon losgeschickt habe. Mann. So. Wir müssen noch gar nicht so lange erforschen, ne? Apropos Forschung. Gibt es denn nochmal neue Raketen? Hier gibt es nochmal eine Rocket für 9500, aber dafür müssten wir erstmal die Warp-Theorie erforschen, dass wir da hinkommen. Die scheint dann auch wesentlich schneller zu fliegen. So, dann gucken wir mal Autonomous Distribution Networks. Das kann ich jetzt erstmal erforschen. So, autonomer Transport. To set up autonomous transport, you must build a distribution hub where your cargo will be coming from and a distribution receiving center where your cargo will be going to. You can do this by clicking on the gate at you was that you have already leased. Okay. So, das probieren wir jetzt mal aus hier für Erde, Mond. Ne? Dann können wir nämlich das große Raumschiff, das setzen wir dann auf eine andere Linie oder so, keine Ahnung. Das kriegen wir ja hin. Das kann ja dann zum Mars fliegen. So, okay. Erde, Mond. Wir leasen hier jetzt mal noch ein neues Gate. Diese Ladebucht anmieten. So, wenn ich die anklicke, kann ich die zu einem Verteilerknotenpunkt machen. So. Das ist ein Verteiler-Knotenpunkt. Jetzt kann ich hier beim Mond auf immer noch eine Ladebucht anmieten. Und die machen wir zum Verteiler-Empfangspunkt. So. Nun haben wir das. Wie kann ich die jetzt miteinander verbinden?
Ach, jetzt fliegen da einfach selbstständig Drohnen hin und her. Und die muss ich gar nicht kaufen. Und was bringen die da hin? Also sie bringen irgendwas hin, was immer 1000 Dollar bringt. Mit was fliegen die da hin? 5-6 Mal Wasser. Okay. Da gehen immer 6 Einheiten rein. Das ist ja cool. Aber es geht halt eben nur begrenzt. Ah, das ist ja cool. Ja, dann brauche ich ja jetzt das große Raumschiff. Das kann ich ja jetzt hier von der Earth Luna runternehmen, ne? Na gut, ja. Ich brauche natürlich noch eins, was die Kolonisten immer hin und her fliegt. Aber da brauche ich ja nicht so viele Leute. Also nicht so ein großes Schiff. Dann würde ich sagen, dann widmen wir dieses große Schiff um. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Route. Wo ist es hier? Supply. Manager Starships. Du gehst jetzt auf die Mercury Earth. Einige Raumflorien sind zu klein für dieses Schiff. Okay, wir müssen Mercury erstmal ausbauen. Mercury müssen wir ausbauen. Das heißt, wir müssen hier Raumhaufen ausbauen. Kostet 50.000. Okay, Problem, kriegen wir hin. So, dann machen wir hier noch ein Gate dazu. Und hier noch ein Gate dazu. So. Jetzt sollte ja kein Problem sein. So, jetzt müssen wir nochmal in die Schiffsliste. Schiffsliste. Dieses Schiff soll jetzt Mercury Earth fliegen. So, mit Nahrung, Wasser, Supplies und Leuten. Und zurück bringt's mit das hier. Kommt das da auch zurück? Ich glaube ja, ne? Raw Materials. So, das, was ich hier abbaue, oder? Ja, Raw Materials. Alles klar. Gut. Dann ist das Schiff jetzt umgewidmet. Dann haben wir jetzt einen Drohnenverkehr hier zwischen. Und müssen natürlich dann früher oder später, dann können wir hier ein kleines Schiff machen, was den Personenverkehr regelt. Zwischen beiden. Und wir werden hier natürlich dann mal unseren Spaceport, kleiner Pendler-Service, den können wir nämlich ausbauen. So. 78% auf Base Loading, Uploading Time. Ja gut, mittlerer Pendler-Service. Gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein bisschen mehr Leute bedeuten. Wir müssen dann natürlich hier mal drauf achten. Callisto braucht natürlich ordentlich Leute jetzt mittlerweile. Das ist richtig, was ist los hier? Und Europa will auch schon wieder 9 Leute haben. Apropos, wie sieht es denn mit unseren Raketen aus? Ach, die sind schon alle dahin angekommen wieder, ne? Deswegen wollen die auch so viele Leute haben jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir verpennen immer zu viel, ne? Das finde ich natürlich nicht schlecht hier. Das ist gut. Einmalkosten, monatliche Kosten, das ist gut. Das ist diese, die Drohne die ganze Zeit kommt. Das ist so, das ist so ein dauerhaftes Einkommen, so gut, die fliegen mit 6 Wasser bloß dahin. Mehr versorgen sie erstmal Luna nicht. Aber wenn nachher andere Waren mehr gebraucht werden, dann bringen sie auch andere Waren hin. Also wenn jetzt der Preis von der Ware steigt, dann bringen sie das hin. Nur Maschinerie könnten sie doch eigentlich auch hinbringen, ne? Warum bringen die eigentlich keine Maschinerie mit? Hm. Na gut, okay. Hm, das kriegen wir noch raus. Aber Maschinerie können wir da ganz gut verkaufen. Das heißt, Maschinerie und Leute zu Luna. Luna hat 24 momentan im Bedarf. Leute, dann nehmen wir mal 10 Leute mit. Und dann machen wir hier mal so. Und dann machen wir 3 Stück. So. Das ist natürlich komplett falsch gewesen. Egal. Gut. 1, 2, 3. So. Gut. Und dann fliegen gleich 3 Raketen in Richtung Luna mit ordentlich Maschinen und das sollte eigentlich auch ordentlich Geld bringen. Und vor allem mit ein paar Leuten drin. Gut. Also mir gefällt das mit den Drohnen. Sollte ich eigentlich noch gucken, wann die Raketen hier losfliegen, aber die wollen wir gerade nicht. So. Ah, jetzt fliegen die 3 Raketen erstmal los hier in Richtung dahin. Und die sind voll besetzt. Ja. Zack, zack, zack. Sehr schön. Gut, nochmal Geld verdient. Und dann haben wir hier Maschinen hingebracht. Sehr schön. So, 29.000 Leute leben hier.
Das sollte sich jetzt durchaus auto-nivellieren, so. Also wir könnten, ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch einen weiteren Port mache dafür, dann fliegen wahrscheinlich noch mehr Drohnen da hin und her. Aber das machen wir, das probieren wir in der nächsten Folge aus. Und dann probieren wir es mal aus, wie das aussieht, wenn wir dann, ich glaube, das steht bei der Forschung dabei, ne, dass das jetzt bloß für, das war jetzt bloß für Erde-Dings, aber dann haben wir hier dieses hier. Distribution Level 2, 3 astronomische Einheiten, Limit of 25 so Active Advance from the each Hub. Ah, okay. Und dann haben wir hier, das ist dann Level 3, 40 Drohnen Active und keine Entfernung mehr dabei, ne? 40 Cargo Slots worth High Value Cargo, okay. Und Two-Phase Landing, ach, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich keinen Receiving Port mehr, nur noch einen Sendeport. Warp, Warp, Warp Efficiency, okay. Also es wird auch wichtiger, noch schneller zu forschen. Also, ja. Da ist einiges noch zu holen. Muss ich sagen, mal gucken, wie das weitergeht. Jupiter ist jetzt da hinten der einzige nicht bewohnte. Europa hat natürlich relativ wenig Bevölkerung, ja. Callisto ist schon mit 5 Millionen Bevölkerung dabei. Und aber es ist noch nicht zu erkennen, dass die irgendwie jetzt so große Schwierigkeiten hätten, dass irgendein Material fehlt oder so. Oder da sieht man erstmal nichts dran. Also das läuft erstmal hier einigermaßen. Aber wir müssen die Planeten jetzt demnächst hier nochmal voll unterstützen mit Raketenantrieb, angetriebenen Sachen. Das müssen wir dann unbedingt mal machen. Aber hier kriegen wir pro Drohne 1000. Ich finde, das ist ein richtig geiler Deal. Also das läuft richtig gut. Und dann werden wir hier so einen kleinen Spacebus oder sowas, wenn wir mal kaufen, der dann halt eben Leute zwischen Luna und Erde dauerhaft hin und her fliegt und Maschinen mitnimmt. Und von Luna dann irgendwas anderes mitnimmt. So, jetzt haben sie schon umgestellt auf die andere Ware? Nee, noch nicht. Muss irgendwo kommen. Also wir machen noch zu wenig Material da, was wir darüber bringen, aber gehen wir hin. Also da müssten wir wahrscheinlich, doch, ich mach mal noch einen. Diese Ladebucht anmieten, Verteilerknotenpunkt. So. Jetzt gehen schon zwei Drohnen mal los. Jetzt verdient eine Drohne 12.000? Bringt die da hin? Maschinerie bringen die hin. Ah ja. Okay, also irgendwo sah ja komisch aus, aber es kann auch ein Zahlenverschieber gewesen sein. Gut, jetzt haben wir nämlich noch einen zweiten Distributen Point. Also das läuft doch wunderbar. Ha, schön. Super. Alles klar. Also wir haben Drohnenverkehr jetzt. Wir machen Amazon mit Drohnen. Aber das zum Mond. Das ist doch auch gut. Ich bin begeistert, das läuft ganz gut. So, und dann müssen wir jetzt demnächst wieder uns um die ferneren Planeten kümmern, beziehungsweise auch vielleicht um die näheren Planeten mal ein bisschen was noch gucken, was da noch so geht, was man da so mitmachen kann. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder auch ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss.